Hast du schon Bitcoin gekauft? Heute ist Sonntag, der 8. November 2020. Willkommen zu meiner Show, Total Bitcoin Podcast Show und Total Connector Show. Der Kurs von Bitcoin ist zurzeit, heute ist, wie gesagt, 8. November 2020. Es ist etwa Mittagszeit. Und der Bitcoin-Preis steht bei etwa 12.620 Euro. Er war schon übrigens letzter Nacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also 7. auf 11., bei circa 12.200 bis sogar, ich glaube, bis 12.000 und drunter ungefähr. Also wir sind im Moment in ganz, ganz verrückten, desaströsen Zeiten. Und es ist eigentlich schon 5 Minuten nach 12, das Wasser kocht, nur die meisten Menschen merken es nicht. Und das ist natürlich auch so gewollt. Man bereitet die Menschen darauf vor, man konditioniert sie. Wie gesagt, der Lockdown, das ist ja auch nur ein Auswuchs dieser quasi faschistoiden, Regimes weltweit, und das ist jetzt vollkommen egal, wo wir jetzt sind, bis auf Schweden vielleicht, das ist die Ausnahme, die sich da irgendwie nicht nur ethisch, sondern vor allem rationale, logische verhalten und die Propaganda nicht mitmachen und wissenschaftliche Daten, Fakten, das Verständnis sozusagen auch, was ist überhaupt ein Virus, wie steckt man sich an. Der Vergleich natürlich auch zu grippalen Infekten. Ich meine, sterben jährlich Millionen von Menschen jährlich an Influenza. Wie gesagt, es soll jetzt nicht, meine Absicht ist es nicht, diesen Corona- oder SARS-CoV-Virus oder Covid-19-Virus irgendwie zu verharmlosen. Und ich kenne selbst einen Freund, dessen Mutter positiv getestet wurde, und sie ist 80 Jahre alt, die Frau, also die Mutter eines Freundes von mir, hat sich irgendwo in einem Italienischkurs im Seminar angesteckt und war dann positiv. Der Freund von mir, also er selbst, ist negativ getestet worden. Und wie gesagt, diese Frau, also die Mutter des Freundes von mir, war positiv und hatte einfach einen Mangel oder einen fehlenden Geruchs- und Geschmackssinn für kurze Zeit, und dann hat sich das alles wieder regeneriert. Also man sieht, eine Grippe kann weitaus schlimmer sein. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt wirklich Zeit, Bitcoin zu kaufen. Versuche bitte, da täglich, regelmäßig, wöchentlich, monatlich immer wieder einen bestimmten Betrag einzukaufen, ob das über Auto-DCA, also Autoakkumulation ist, oder einfach, wenn der Preis wesentlich oder substanziell unter einem bestimmten Durchschnittswert pro Tag, pro Woche runter sackt, dann zugreifen. Bitcoin ist nun mal das härteste und knappeste Geld, und Bitcoin ist die einzige Lösung, die wir haben, um diese Machtstrukturen zur Strecke zu bringen, obsolet zu machen. Und es beginnt eben ja, in der Bürokratie, in der Regierung, in dieser sozialistischen Marktwirtschaft, oder das sind ja verschiedene Ausformungen des Sozialismus, ob des Kommunismus oder Nationalsozialismus, oder es ist das eine subtiler, das andere ist quasi mit noch mehr mit noch mehr direkter Anwendung von Gewalt, Zwangsausübung, eine Art von Vergewaltigung, Diebstahl, systematischer Diebstahl, und das ist es, was auch letztlich Inflation ist, nicht? Inflation ist eigentlich eine legalisierte Form des Diebstahls. Und die Insolvenzen, die jetzt auf uns zurollen, werden in den nächsten Monaten, geschweige in den nächsten Jahren, also das, was auf uns zukommt, besonders bleiben wir mal in der EU, in der Europäischen Union. In Deutschland werden sicher, gibt es schon 800.000 Zombie-Unternehmen. Das hast du vielleicht schon von Dr. Markus Krall gehört. Dr. Thorsten Polleit bestätigt das Ganze noch. Also es gibt so viele Zombie-Unternehmen. Es gibt wahnsinnig viele bankrotte Firmen, die aber künstlich jetzt am Leben halten werden. Und der Staat bzw. die Regierung stiftet noch dazu diese Unternehmen an, nicht in Insolvenz zu gehen, was eigentlich ein strafrechtlicher Tatbestand ist und was überhaupt nichts mit der freien Marktwirtschaft zu tun hat. Also
Es ist jetzt Zeit, Bitcoin zu akkumulieren. Ja, kaufe Gold, immer gut. Ja, ein bisschen Gold. Aber wenn man sich denn die Asymmetrie anschaut, dann in den nächsten Monaten und Jahren, dann wirst du dich sicherlich positiv oder negativ wundern, je nachdem, wo du halt stehst. Also ein bisschen Gold, ja, ist immer gut, wenn dich das beruhigt. Aber ich würde wirklich einfach die fundamentalen monetären Eigenschaften und überhaupt die unterschiedlichen Eigenschaften zwischen Gold und Bitcoin mir genauer anschauen, insbesondere auf Wiedererkennbarkeit, Fungibilität, Transportierbarkeit, die Knappheit. Ne? Gold hat eine relative Knappheit, wie ich schon vor einiger Zeit in meinen früheren Videos gesagt habe. Man hat ja schon in Russland, also in Sibirien, die größten Goldreserven der Welt entdeckt. Zurzeit schätzungsweise 60 Millionen Unzen hat man in Sibirien, Sudokluk oder so, entdeckt. Da versuche ich gerade ein Interview zu bekommen, aber komme da nicht irgendwie durch. Also Bitcoin ist nun mal das härteste und knappeste Geld. Es ist total dezentralisiert. Es ist fungibel. Es ist teilbar. Es ist transportierbar, portabel. Und man braucht sich auch keine Sorgen zu machen, dass es in irgendeiner Weise konfisziert werden könnte. Denn es ist nicht konfiszierbar. Ja? Also man sieht ja jetzt schon heute in hyperinflationären Ländern oder in sanktionierten Ländern oder in Ländern mit wirklich oppressiven, also kriminellen Regimes, die Freiheitsrechte sozusagen mit Füßen treten, wo Menschen quasi Kapitalflucht begehen, ihr eigenes Kapital quasi mitnehmen, ne, auf einem oder Hardware-Wallet oder einfach sich 24 Wörter oder 12 Wörter auswendig lernen und dann über die Grenze gehen und sich das Ganze wieder quasi downloaden oder wenn man es ganz vereinfacht sagt, oder den Zugang sich verschaffen wieder, ne, zu den eigenen Bitcoins. Also wir steuern da auf eine faschistoide und sehr diktatoriale ja, Weltherrschaft zu. Man braucht sich ja nur anzuschauen. Ne? Also es wird alles zentralisierter. Die Zentralbanken drucken, sei es jetzt physisch oder digital, Billionen von Euros oder Dollars, das normalerweise Jahrzehnte gebraucht hat. Ja? Bis solche Mengen an Geld überhaupt produziert werden. Was macht es natürlich? Langfristig steuern wir auf jeden Fall auf eine Hyperinflation zu. Und die Frage ist überhaupt, mit dem ganzen Lockdown, was kommt als nächstes? Kommen jetzt Zwangsimpfungen? Was ist überhaupt da drin in den Zwangsimpfungen? Ja? Beziehungsweise die Leute, die sich da nicht impfen lassen, das wird dann mal so schrittweise gemacht, die dürfen dann nicht ausreisen. Ja? Aber die Kinder sollen dann schon sozusagen ohne Erlaubnis getestet werden. Man sieht jetzt schon in Österreich, PCR-Tests sollen ohne Genehmigung, ohne die Eltern informiert zu werden, quasi getestet werden. Also da spielen sich Dinge ab, die sind jenseits meines Vorstellungsvermögens oder des durchschnittlichen Vorstellungsvermögens. Und man weiß ja auch nicht, ich meine, es war ja so, vor vielen Jahrzehnten haben wir ja unsere Impfstoffe nacheinander in längeren Zeitabständen bekommen und heutzutage bekommen die Kinder in diese Impfungen in kürzeren Abständen auf einmal oder hintereinander. Und dann wundert man sich natürlich, dass alle möglichen neurologischen, physiologischen Krankheiten entwickelt, diese Kinder entwickeln, sei es jetzt auch Autismus oder sonst irgendwas, oder andere Lähmungserscheinungen oder neurologische Krankheiten, Störungen. Ja, Bill Gates, ne, gemeinsam mit der chinesischen kommunistischen Regierung, also die Agenda, das war ja auch sein Statement, ne, im deutschen Fernsehen, ja, und das sagt niemand was, kein Journalist fragt irgendetwas, also es ist einfach, als würde wirklich in einem Paralleluniversum Matrix leben, dass alle, die gesamte Menschheit jetzt geimpft werden müsste. Das ist quasi sein Plan, aber man weiß nicht, was ist überhaupt dieser Impfstoff, ja? Was ist überhaupt drinnen? Ist es genetisch manipuliert? Und man weiß jetzt schon den heutigen Impfstoffen, aber weiß nicht, warum das da drin ist, ja? Also Aluminium, Quecksilber, Blei, und zwar also jetzt gesehen, konzentrierter Form. Relativ jetzt gesehen zu den früheren Impfstoffen. Und was das jetzt mit den Menschen macht, das wissen wir nicht.
macht das etwas mit dem Gehirn oder werden wir dann erst recht anfällig für andere Krankheiten, wo dann erst recht die Pharmaindustrie dann ja, also das Allheilmittel für die gesamten Menschen dann bereitstellt? Also oder ja, oder entwickeln wir einfach oder werden wir unfruchtbar? Weil das war ja auch irgendwo das Ziel von Bill Gates, dass die Menschen, weil angeblich haben wir eine Überbevölkerung und Bevölkerungsexplosion auf der ganzen Welt. Also ich kann mir das irgendwie nicht erklären, aber die Planet Erde könnte locker 30 Milliarden Menschen vertragen. Wir sind ja so konzentriert auf so ganz kleinen Territorien. Und die Frage ist, warum ist das ein Problem? Naja, das Problem ist eben, weil wir eben zentralisierte Regierungen haben, die Zentralbanken über das Gesetz stehen, die Technologien nicht quasi ans Tageslicht kommen, die entwickelt werden können, sei es Energiekommission, Energieeffizienz, Transport, neue Transporttechnologien, Umwelttechnologien. Also das alles könnten wir haben, wenn wir ein gesundes Geld hätten, wenn wir ein härtestes und knappestes Geld hätten, das nicht manipuliert werden könnte, wenn wir eine freie Marktwirtschaft, wahrlich freie Marktprinzipien und wahren Kapitalismus haben. Aber das ist es nicht. Wir haben einen interventionistischen, sozialistischen Betrieb, wo sozusagen die großen Lobbygruppen, Industrien und so weiter dafür sorgen mit ihren Lobbygesetzen, dass die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, aber auch die Mittelschicht und obere Mittelschicht darunter leidet, immer mehr Steuern zahlt, immer mehr Bürokratie hat, Technokratie erleiden muss und so weiter. Also die Wurzel des Übels ist das monetäre Fiat-System, ja, das aus dem Nichts Schulden kreiert werden können. Also bleibt uns nur eine Wahl, wir müssen das Ganze an der Wurzel packen und ein neues sozusagen ein Opt-out machen. Das heißt, wir steigen einfach aus dem System und wir erleben das jetzt, ja, dass jetzt nicht nur Individuen, Menschen, normale Menschen wie du und ich jetzt beginnen, Bitcoin zu kaufen, sondern jetzt auch Institutionen, Firmen, vor allem auch die das verstanden haben, die das Ethos dahinter verstanden, das langfristige Ziel dahinter verstanden, das langfristige Potenzial dahinter verstanden haben. Und das ist es wirklich ein individueller Lernprozess und Bewusstseinserweiterungsprozess. In diesem Sinn wünsche ich dir ein schönes Wochenende, schönen Sonntag. Und falls du irgend Fragen haben solltest, bitte kontaktiere mich, hello@thetotalconnector.com. Bitte abonniere diesen Kanal, bitte abonniere meine Podcast-Plattform. Hör dir meine Interviews an mit den namhaften Experten, Expertinnen, sei es jetzt Ökonomie, Austrian Economics oder überhaupt ganz einfache Fragen, warum Bitcoin, Hardware Wallet, Security, ja, Sicherheit, Privatsphäre. Und vor allem das größere Bild. Welche humane oder menschliche Zivilisation können wir uns erwarten mit der Kettenreaktion ausgelöst durch Bitcoin? Und das bedeutet natürlich eine vollkommenere, wie ich schon immer sagte, eine evolutionäre Zivilisation auf jedem erdenklichen Gebiet, auf jedem vorstellbaren Gebiet, sei es jetzt monetär, ökonomisch, finanziell, wissenschaftlich, technologisch, spirituell und vor allem strukturell. Mein Name ist Kevan Davani. Ich wünsche einen schönen Sonntag und ich komme bald wieder zurück mit neuen Themen, neuen Interviews. Sag mir Bescheid, falls du irgendwelche Sonderwünsche hast, spezielle Wünsche. Als nächstes würde ich gerne Dr. Thorsten Polle zum Beispiel interviewen, aber falls du irgendwelche neuen Ideen hast, sag es mir oder Wünsche oder Fragen. Ich bin für dich da und wünsche einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss.